Ja, hallo, willkommen zurück zu Familie Reuss 2.0, hier wahrscheinlich am letzten Tag auf der Uni. Wie ihr schon sehen könnt, wir kriegen heute unser Zeugnis und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle einen Abschluss gemacht haben. Und ja, da freue ich mich schon total drüber, dass das so gut geklappt hat mit unseren Sims. Die Mädels werden gleich wach. Ich würde mal sagen, da können wir auf jeden Fall ja, denen schon mal sagen, was du schon das machen können. Ich kannst du hier mal dein Bett machen. Das Outfit wechseln. Hoch, das wollte ich gar nicht. Und dann vielleicht was Leckeres frühstücken. Die Abschlussnoten für Sophia Reuss stehen fest. Sie hat genügend Punkte für ihren Abschluss verdient. Yay, wie ich schon gesagt habe. Und das ist auch bei allen dreien so. Ihr könnt sehen, die Punkte sind vollständig. Wir haben einen Semesterdurchschnitt von sehr gut und auch ge einen Gesamtnotendurchschnitt von sehr gut. Das ist also echt super. Ja, und das nehmen wir jetzt einfach mal an. Und ja, diese Meldung hier ist natürlich auch für Maya und Jamie der Fall. Das heißt, wir haben alle unseren Abschluss gemacht. Das ist so super. Da freue ich mich so sehr drüber. Ihr könnt es gar nicht glauben. Ja, also bei den anderen müssten wir eigentlich gar nicht mehr unbedingt gucken. Aber die können natürlich auch gern alle noch ihr Zeugnis erhalten. Ja, die sagt, ich freue mich. Und dann werden wir mal schauen, wie das jetzt mit einer Abschlussparty ist. Ich habe da gar keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Abschlussparty gemacht. Oh, morgen findet die Abschlussfeier für Sophia Reuss statt. Lade Familie und Freunde von Sophia dazu ein. Cool. Moment, das werden wir gleich mal machen. Werden wir sie erstmal zu Ende duschen lassen. Und dann können wir das gern machen. Wir mit allen dreien machen. So, dann für Maya natürlich auch. Für Jamie. Ich weiß nicht, ob das jetzt unterschiedliche sind. Oh, wir werden Christopher einladen, Emily, Leon auf jeden Fall, Philipp. Kennt niemand von denen Theresa? Theresa müsste ja doch auch mit dabei sein eigentlich. Und, ah, doch, da unten ist Theresa. Sehr gut. Das heißt, wir haben alle Wichtigen eigentlich dabei. Ja, cool. Und Jamie auch. Mal schauen, ob es da noch irgendwelche Leute gibt, die wir mit extra einladen wollen. Das ist für Maya, glaube ich. Genau, weil hier ist Mika dabei. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, wenn wir die extra oder doppelt einladen. Aber wir machen es einfach mal. Laden wir nochmal Philipp und Emily ein. Unsere Geschwister brauchen wir da ja nicht einladen. Die haben ja alle ihre eigene Abschlussfeier sozusagen. Jamie sollte doch nochmal einladen. Warum kann er das denn jetzt nicht? Na gut. Das passt schon soweit. So, du kannst dann duschen gehen und du holst dir deine leckeren Pfannkuchen. Du isst hier mal noch schön auf. Dann können wir hier vielleicht ein bisschen aufräumen. Allgemein können wir auch mal ein bisschen die Wäsche aufräumen. Ja, aber das scheint, als wäre erst morgen die Abschlussfeier. Das heißt, heute ist doch nicht der letzte Tag. Das heißt, heute ist der vorletzte Tag, dass wir morgen erst die Feier haben. Habe ich jetzt daraus geschlossen. Ja, dann werden wir mal heute schauen, was wir noch so alles Schönes machen können. Da werden wir auf jeden Fall noch was Tolles finden. Ein paar tolle Ideen haben, wie wir so die Zeit verbringen können. Ist ja nicht so, als hätten wir hier sonst nichts zu tun. Das braucht man ja jetzt auch nicht denken. Vielleicht können wir mal mit Mika ein bisschen was unternehmen. Oder mal noch einen Rebellentag machen. Weiß nicht genau. Einen Protest organisieren. Einen letzten Protest hier an der Uni. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Wir können vielleicht ja erstmal ein bisschen mit ihr quatschen. Können wir ihr vielleicht eine Techtelmechtel-Textnachricht schicken? Vielleicht kommt sie dann ja vorbei. Die liebe Mika, das wäre schon ganz lustig. So, was haben wir? Noch ein paar Pfannkuchen. Klar, können wir gern essen. Danach können wir ein bisschen aufräumen. Und Sophia sollte sich heute wahrscheinlich ein bisschen ihrer Sportlerkarriere widmen. Vielleicht können wir dann nochmal nachlesen, was wir denn so Schönes machen können als Sportler. Um dann noch ein bisschen aufzusteigen. Hochschulsport können wir machen.
Natürlich mit anderen Sportlern quatschen, Tischtennis, Saftpong, Bowling, Wurfscheibe, Lagerfeuer, Anwesenheit auf Partys, bedeutende Sportler. Wir sollten uns auf jeden Fall mit bedeutenden Sportlern unterhalten. Zum Beispiel mit Gabby. Ja, Partys veranstalten natürlich, Gelegenheiten für Sportler. Ja, vielleicht finden wir ja nochmal eine Sportlerfähigkeit, eine Sportler-Gelegenheit. Da sollten wir, glaube ich, mal in der Verbindung nachschauen. Die haben ja alle hier immer dieses schwarze Brett, meine ich. Ich glaube, hier gibt es eins. Bin jetzt gerade aber nicht sicher. Hier ist auch irgendwie keins. Irgendwie das Gefühl. Vielleicht auch nicht überall. Vielleicht hat auch nicht jedes Haus eins. Aber die hier haben doch eins. Da waren wir doch letztens erst. Und die hatten doch ein. So ein Gelegenheitsjobs-Dingensbrett. Ja, da steht's doch. Da werden wir mal nach Jobs von sozialen Gruppen schauen. Und schauen, ob wir da noch irgendwas erfüllen können. Also heute wird so ein bisschen der Tag der Dinge, die wir sonst nie erledigen konnten. So in der Richtung. Ja. Student, wie cool. Ich hätte jetzt gern mit Jamie noch Anne eingeladen, um ehrlich zu sein. Unseren Cousin kennen wir wahrscheinlich auch nicht gut genug, unseren lieben Ian, dass wir den hätten einladen können. Aber die Party ist schon ganz cool. Ja, dann kommt Anne halt nicht vorbei, ist auch nicht so schlimm. Passt schon. Können wir heute vielleicht ein bisschen was mit Anne machen? Hat uns jetzt ernsthaft. Oh. Nein, Sarah hat uns die letzten Pfannkuchen weggeschnappt. Das ist ja natürlich auch toll. Oh, Maya, du stehst genau falsch. Aber sowas von falsch stehst du da, Maya. Das ist ja, falscher geht's gar nicht mehr. Du stehst beiden genau im Weg. Ja, vielleicht war das auch nicht die beste Idee, den Kühlschrank genau vor den Geschirrspüler zu stellen. Aber kann man ja vorher auch nicht wissen. So, jetzt passt das auf jeden Fall ein bisschen besser. Okay. So, ein bisschen gequatscht haben wir mit ihr. Vielleicht kommt sie auch gleich nochmal vorbei. Das wäre auch ganz gut. Nein, Jamie. Ja, sie kommt gleich mal rüber. Nein, Jamie. Nein, einfach nein. Das wollen wir hier nicht. Das wollen wir hier überhaupt nicht sehen. Niemand, Jamie. Echt niemand mag das, dass du dich hier immer nach draußen setzen musst, um zu essen. Das ist extremst nervig, kann ich dir sagen. So, nehmen wir mal die Post raus. Vielleicht kommt in der Zeit unsere liebste Freundin vorbei. Unsere liebe Mika. Ich freue mich so, auf Mika. Ich freue mich so, wenn wir sie denn spielen können. Mal schauen, was wir mit ihr so machen können. Oh. Haben wir jetzt eine Party? Oh, die Abschlussfeier. Haben wir vielleicht. Ist die Abschlussfeier vielleicht doch heute? Oh. Das kann natürlich sein. Ja, okay, dann haben wir jetzt Mika umsonst hier eingeladen. Ja, also wie gesagt, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, wie das hier mit der Abschlussfeier so läuft. Deswegen, mal gucken. Vielleicht ist heute doch der letzte Tag. Das käme jetzt aber ein bisschen sehr überraschend. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir erst morgen den letzten Tag haben. Das ist so ein bisschen so ein Hin und Her, ne? Kann man schon sagen. Samantha radelt anscheinend auch dahin. Die hat scheinbar auch ihren Abschluss gemacht, wenn die hier in dieselbe Richtung fährt wie wir. Wo wir irgendwie ein bisschen schneller sind, habe ich das Gefühl, als Samantha, oder? Da kommt Sophia. Kommt Jamie. Reiht sich auch vielleicht noch mit hier ein, oder? Das sieht schon lustig aus, oder? Wie die hier alle zusammen Rad fahren in einer Reihe. Oh, ich glaube, Sophia überholt sie. Ja, Sophia hat sie überholt. Na gut, hier ist sie dann, die Abschlussfeier. Scheinbar. Ich hoffe, die kommen hier alle rein. Weil die sich alle ein bisschen hier vorne hinstellen. Lauft nur alle rein, Leute. Kein Ding, hier ist genug Platz vor der Tür. Oh, die müssen jetzt auch alle von genau derselben Stelle da reinlaufen, richtig? Okay, warte. Ich regel das. Das muss ich mir nun wirklich nicht antun, diesen Stress hier. So, dann werden wir hier mal auf dem Grundstück bauen.
Dann werden wir die ganzen nervigen Sims, die wir überhaupt nicht haben wollen, alle schön aus dem Weg stellen. Ich brauche euch hier nicht. Huch, das war das Falsche. Das war kein Sim. So, alle schön weg hier. Ihr seid super nervig. Ich will euch alle nicht mehr sehen. Lasst mich in Ruhe. Und lasst vor allem. Das war auch falsch. Den Rucksack wollte ich auch nicht. Lasst schön. Oh, nein, Mika ist gut. Mika darf da bleiben. Lasst schön alle meine Sims in Ruhe. Und dann kriegen wir hier auch keine Probleme zusammen. So, das sollten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Ich hoffe, dass jetzt unseren Sims keiner mehr in die Quere kommt. Mika gehört da ja schon halb mit dazu, deswegen darf sie da stehen bleiben. So, dann latschen wir alle rein hier. Oh, Theresa ist da. Schön. Und weiterhin müssen. Oh, jetzt bin ich falsch. Ja, und weiterhin müssen wir die Sims aus dem Weg stellen, weil unsere sollen vor allem zuerst da rein. Und das ist ein bisschen nervig. Und ich möchte das alles ein bisschen verkürzen. Und ja, ich verkürze es dadurch, dass ich die Sims aus dem Weg stelle. Denn glaubt mir, das geht schneller, als jetzt zu warten, bis die hier alle reingelatscht sind. Oh, Christopher ist auch hier. Ach toll, wie sie alle herkommen. So, dann werden wir hier trotzdem nochmal auf dem Grundstück bauen. Und die ganzen dummen Sims hier wieder wegstellen. Carol braucht auch kein Schwein. Die braucht keiner. Den Tourist braucht sowieso keiner. Der hat hier eh nichts zu suchen. So, jetzt sollte das aber funktionieren. Wo ist denn Sophia? Ach, da ist sie. Sie gerade gesucht. Okay, Christoph und Theresa sind schon mal da. Ich denke, die anderen sollten auch bald kommen. Könnt ihr vielleicht mal erstmal meine Sims reinlatschen lassen, ihr dummen Sims? Was soll denn das? Sagt mal! Wofür stelle ich euch alle weg, wenn ihr hier eh wieder reinlatscht? Oh, ich hasse euch, ey. Latscht doch einfach mal rein, Jungs und Mädels. Statt hier alle nur. Die stehen alle nur vor der Tür. Anstatt einfach mal reinzulatschen. Leon ist auch da. Wie schön. Oh, haben wir es dann mal, Leute? Das ist nicht zu fassen, wie lange die hier brauchen, um alle mal reinzulatschen. Ich hoffe, dass sie die Party überhaupt noch erleben werden. Kann ich die nicht alle einfach löschen? Kommt, ich lösche die Leute einfach. Ich will sie ja. Oh, ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder falsch. Ich würde die am liebsten löschen, aber die sollen ja jetzt nicht ganz weg sein. Nicht ganz weg sein vom Fenster, sondern die sollen einfach nur abhauen, ey. Ich habe keinen Bock auf die. Die gehen mir so tierisch auf den Keks, dass die alle meinen Sims den Weg versperren. Ja, die sind wichtiger. Die sind mehr wert als ihr. Das könnt ihr aber sowas von klar sein. Dass meine Sims wichtiger sind als eure. Oder als alle anderen. Als ihr. Können wir jetzt vielleicht mal die scheiß Sims hier wegstellen? Die gehen mir so auf den Keks. Sowas von. Haut doch einfach. Huch, das wollte ich auch nicht. Haut doch einfach mal ab hier. Lasst mich doch in Ruhe. Lasst doch mal einfach meine Sims in Ruhe. Ganz ehrlich. Warum könnt ihr nicht einfach wegbleiben? Ich will euch nicht. Niemand will euch. Niemand will euch hier haben. Könnt ihr mal bitte da stehen bleiben? Könnt ihr mal bitte da reingehen? Können meine Sims vor allem mal reingehen einfach? Dann wäre das ganze Problem erledigt. Latscht doch einfach mal rein, ihr dummen Sims. Ey, ich verstehe es nicht. Oh, das macht mich noch wahnsinnig, Leute. Warum? Wozu braucht man das bitte? Wozu hat man sich einen Mist ausgedacht? Man hätte doch einfach mal so eine private Abschlussfeier machen können, statt den Mist hier. Warum tut man sich das denn bitte an? Nun geht doch einfach mal rein, Leute. Oh, ich krieg hier die Krise. Ja, Jamie geht rein, sehr gut. Wie wär's mit den anderen beiden? Maya, Sophia, wie wär's, wenn ihr auch mal reingeht? Jamie ist schon wieder fertig. Ist ja nicht zu fassen. Wie ist es, wenn ihr mal reingeht, Mädels? So als allerletzte vielleicht. Ja, stellt euch schön hinten an. Interessiert ja auch keinen. Ja, gehen einmal rein und wieder raus. Und dafür jetzt der ganze Aufwand. Dafür jetzt einmal rein und wieder rauszugehen. Das war es jetzt wirklich wert, ehrlich. Ganz ehrlich, Mädels und Jungs. Das war es jetzt wert. Hier einmal reinzugehen, wieder rauszugehen und. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Die Männer sind vor allem draußen geblieben. Die wollten das sowieso nicht sehen. Das ist nicht zu fassen.
Einfach nicht zu fassen. Nee, wirklich nicht. Die Pferde sind mit im Haushalt. Cool. So, du hast dich relativ gut mit ihm angefreundet. Ich glaube, Maya sollte mit Philipp quatschen. Ich weiß nicht, ob Sophia mit Leon quatschen sollte, wo der sowieso immer noch ein Teenager ist. Aber er ist ihr Freund. Ach komm, lass uns mit ihm quatschen. Ihr könnt ja nichts Romantisches mit ihm machen. Ist das ist ein bisschen schade. Ach nee, komm, wir quatschen nicht mit ihm. Wir tun so, als wäre er nicht da. Lalala. Dann gehen wir mal mit den beiden was essen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ist mir halt einfach so doof gerade ein bisschen. Vor allem hier dieses ganze Theater für nix. Für einmal rein und wieder rausgehen. Für einmal Zeugnis oder für einmal Abschlusszeugnis abholen und wieder Tschüss sagen. Also das ist echt. Das ist mir echt zu viel. Nee, das finde ich nicht gut. Können wir den Typ mal vielleicht hier umarmen oder so? Ja, dass er wenigstens mal aufsteht hier. Ah, das war jetzt sehr enttäuschend. Ich habe mich so gefreut und dann das. Das hätte man mir auch mal vorher sagen können, dass der Abschluss so bescheuert ist. Das finde ich nicht gut. Ja, und jetzt ist da scheinbar sogar noch ein Konzert drin. Das hätten wir uns eher noch antun können. Klingt gut. Da ist jetzt auf dem Konzert drin. Ja, cool. Dann schauen wir uns gleich nochmal das Konzert an. Oh, mit Mika. Und Philipp. Und Emily. Und Jamie. Und Sophia. Schauen wir uns gleich mit allen an. Wir einfach mal ein Konzert in den. Hier. Ah, Theresa. Christopher. Ach, ist das schön. Party hätten wir natürlich auch. Mal schauen. Entweder wir nehmen an der Party teil oder wir machen das Konzert. Je nachdem. Was ist dein neues Ding? War das ein Mini-Fernseher? Ich meine, das ist schon ganz cool, aber. Mini-Fernseher? Was ist das denn her? Okay, da kommen auch Leute raus. Ich finde das Konzert im Hintergrund ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Man hört die Sims auch gar nicht, weil das Konzert so laut ist. Nur noch eine Stunde bis zur Heimreise. Ja, toll. Das war ein schöner letzter Tag. Erst dachte ich, das ist morgen, weil da ja auch stand, morgen. Die morgige Abschlussfeier. Das stand gar nicht heute. Ja, dann hier dieser riesen Mist um nix mit der Abschlussfeier. Wir konnten ja nicht mehr irgendwie was mit unseren Freunden hier machen oder mit unseren Verwandten. Wir haben sie einfach nur wieder gesehen. Ja. Und dann, ja, und dann das hier. Und dann ist es in einer halben Stunde schon vorbei. Gut, dann werden wir mal das Konzert besuchen mit Emily, mit Mika, mit Philipp, mit Jamie und mit Sophia. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir das hinbekommen, ob wir das dann hier noch schaffen. In der Zeit, in der wir hier... Komm, Philipp, komm mit. Wir wollen hier noch zum Abschluss einen Kinofilm schauen. Ich glaube nicht, dass... nicht einen Kinofilm, ein Konzert besuchen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Wir wollen ja eigentlich gehen. Aber keine Ahnung. Schaffen wir das noch, oder? Wie sieht's aus, Leute? Ist Mika denn hier? Emily ist da. Mika? Ist das Mika? Ich weiß gar nicht, wo Mika hin ist. Die sollte ja auch mitmachen. Ist das Mika? Das ist Mika. Super, dann sind wir alle da. Dann können wir jetzt reingehen. Los geht's. Ab geht's. Maya, dann gibst du den Ton an und wir gehen alle hinterher. Vielleicht ist das 21 Uhr und gar nicht 20 Uhr. Das ist ein bisschen sehr verwirrend. Ja, dann haben wir 2 Sekunden das Konzert besucht. Super, und dann geht's nach Hause.
Muss man nicht verstehen, oder? Nein, muss man nicht verstehen. Das hat alles so seinen Sinn gehabt und so. Wir werden ja mal die Gruppe beenden. Das bringt ja jetzt irgendwie auch nichts. Wir müssen jetzt mit der Gruppe nach Hause reisen. Nun, das war ganz in Ordnung. Kann man ja mal wieder machen. Hey, aber wir haben ja mal ein großartiges Konzert gesehen. Ah, okay. Sophia hat es nicht gesehen, aber alle anderen. Gut, dann reisen wir, glaube ich, jetzt wieder zu unserem Unihaus. Werden uns davon nochmal verabschieden und werden dann nach Hause fahren. Joa, das war ein etwas eigenartiger Abschluss der Unizeit hier. Ich habe mir das ein bisschen schöner vorgestellt. Aber ist schon in Ordnung. Ja, jetzt sagen wir auf jeden Fall endgültig auf Wiedersehen. Oder jetzt sagen wir auf jeden Fall endgültig auf Nimmerwiedersehen, um ehrlich zu sein, von der Uni. Ich finde, wir hatten eine schöne Zeit hier. Ich werde hier mal noch ein paar Sachen mitnehmen. Ich glaube, die kann ich sonst nicht mehr mitnehmen, wenn ich das jetzt nicht mache. Die paar schönen Bilder, die wir hier haben. So, Moment. Machen wir nochmal alle Lichter an. Denn die würde ich gerne mitnehmen. Die können wir gerne in unser neues Haus aufhängen. Apropos neues Haus, heute und morgen gibt es nochmal einen Livestream, wo wir an dem Haus bauen werden. Ich bin mir relativ sicher mittlerweile, dass wir das nicht fristgerecht schaffen werden, das Haus fertig zu bauen. Ich habe jetzt auch die Tage vorher keine Zeit gehabt, da nochmal weiter dran zu arbeiten, wirklich viel. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei schaut, denn ist das neue Haus für die drei nach der Unizeit, woran wir da arbeiten werden. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann es mit der Familie Reuss weitergeht, wann das Haus fertig ist und wann ich dann weitere Folgen mit denen machen kann. Wieder zurück in der normalen Welt. Aber das werdet ihr sehen. Bis dahin gibt es auf jeden Fall andere Videos. Also da keine Sorge, dass es weniger Videos gibt. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir auch noch, ja, dass wir anderweitig versorgt sind mit Videos. Sind das eigentlich? Nee, da ist nur Essen drin. Okay, ja, das war es auf jeden Fall mit der Uni-Zeit. Ich finde, wir hatten eine wunderschöne Zeit hier, aber ich freue mich auch darauf, wenn wir wieder in der normalen Welt sind, unseren Jobs nachgehen, Familien gründen und ja, Beziehungen haben und all sowas. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe ihr auch. Ich denke schon, dass ihr euch da auch drauf freut. Ja, aber das war's jetzt erstmal mit der Uni-Zeit. Das war's mit ja, mit den dreien so in dieser Konstellation nur zu dritt, denn sobald wir wieder zurück sind, wird sich da doch einiges ändern. Jetzt werden erstmal ein paar Tage Pause folgen, wie gesagt, wo wir erstmal nicht mit Familie rausspielen werden, weil ich erstmal das Haus fertig machen muss. Wer Zeit hat, kann gerne am Freitag und am Samstag vorbeikommen. Ich habe da auch noch ein extra Video gemacht, wann denn genau die Livestreams sind. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser heutigen Folge, auch wenn sie ein bisschen ziemlich eigenartig war. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Familie Reuss an der Uni und wir sehen uns das nächste Mal mit den drei bekannten Gesichtern, vielleicht sogar schon umgestylt, mal sehen, in einer neuen Welt wieder und dann werdet ihr auch sehen, in welcher Welt wir danach spielen werden. Ja, bis dahin verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.